Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel von FIFA 16. Ich bin euer Trandubaki und wir sind Trainer von FC Basel. Und im letzten Spiel im European International Cup haben wir 0:0 gespielt. Aber wir sind im Halbfinale. Und ja, wir haben Budgetaufstockung für den Transfermarkt von 1,2 Millionen bekommen. Und bis jetzt alle, wo ich angefragt habe, ob sie zu mir wechseln wollen, haben abgelehnt, beziehungsweise fanden... Mal schauen, bezüglich Ihrer Anfrage zu Alexander Gernert möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir im Moment kein Interesse daran haben. Ja, seht ihr, will keiner irgendwie wechseln. Das wird eine traurige Saison. Zentrum offensiv. Das verlängerte Scouting von... Das läuft noch. Dummen... Silvan Hefti. Doch. Auf der Leihliste. Okay. Wir werden mal hier noch mal die Aufstellung irgendwie machen. Empfohlene Ersatzspieler. Ich komme jetzt nicht raus. Ach so, jetzt. Ja, ist gut. Wieso ist... Embolo, wo bist du da? Wieso ist Kakitani? Was habe ich denn hier auf der Ersatzbank? Sag mal. Linker Verteidiger. Wieso habe ich keinen linken Verteidiger in der... Ah, Leute. Janko ist krank, also verletzt. Linker Verteidiger. 72, ja, Innenverteidiger, linker Verteidiger ist 75, ja, ich habe keine Ersatzspieler, Mensch. Simic. Ich weiß nicht, warum das Gash hier auf der Bank ist und Simic auf dem Spielfeld. Verstehe ich echt nicht. Wieso steht die schlechte Mannschaft hier? Also ich verstehe es nicht. Eleni, ja, okay, der geht noch. Zufi, ja. Degen. Wieso steht Degen da und nicht Chaka? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nee, ich hab den. Ja, wir übernehmen. So. Kein Wunder, dass ich so miserabel spiele. Nee, Quatsch. Es liegt an meinen Künsten, nicht an den Spielern. Freitag, 10. Juli. Gegen Cagliari, Halbfinale. Dieses Spiel müssen wir gewinnen. Oh, was haben denn die? Ja. So. Ja. Leute, das Spiel müssen wir jetzt gewinnen. Und ich bin gespannt. Gar nicht. Nee, das will ich jetzt nicht machen.
Nee, absolut nicht. Oder doch? Nö. Nö, nö. Was So, gegen erwartest du vom Italien. Halbfinale im European Calcio. International Turnier? San Ich glaube, das wird ein Siro. richtig gutes und vor allem spannendes Spiel. Die Okay. Mannschaften sind bisher Oh, nicht es regnet angekommen. wieder. Spielerdebüt. Oh, haben wir Debüts. Sehr gut. So, hier haben wir ihn. Oh, die Schuhe, mein Gott. Und die haben wir den anderen. So, mal schauen, wie die Aufstellung jetzt ist. Wir machen hier Abseitsfalle. Ne? Ne. So. Okay, mal schauen. Anspiel FC Basel. Oh, die gehen schon aggressiv. Aggressiv aufs Spiel. Ne, oder auch nicht. Nein! Auf den Ball laufen. Okay. Angriff gleich nochmal abgewehrt. Aber. Ah, das war nicht wirklich gut von FC Basel. Sie haben immer noch kein Spielprinzip drin, wo jetzt erfolgreich sein könnte. Und der Ball wird weitergeleitet. Das könnte gefährlich werden. Oh, wäre schön gewesen, aber der Ball ist noch da. Oh, war das kein Offside? Nein, der Linienrichter sagt nein. Flanke. Oh, die war viel zu tief für einen Kopfball, lieber Embolo. So. Basel steht gut in der Verteidigung diesmal. Kaum Raum. So. Und jetzt läuft auf der Seite. Sehr gut. Flanke. Kommt dran. Oh, was für ein Kopfball von Delgado. Aber ging leider daneben. Das wäre sowas von schön gewesen. Aber sollte nicht sein. So. Eieiei, kriegen den Ball nicht unter Kontrolle. Oh. Oh, da sind wieder die freien Räume. Oh! Pfosten! Also Basel hat einfach nur Metall als Glück. Das ist gewaltig, wie viel Metall die Gegner hier schießen und Basel dadurch nicht ein Tor bekommen haben. Das ist gewaltig, Leute. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt. Schuss, aber schon wieder neben das Tor. Unglaublich. Leute, was ist denn hier los? Basel einiges besser als im letzten Spiel, aber wieder mal so ein Glücksmetall gehabt dabei. Oh, schöner Zweikampf. Aber nein, dahin hätte doch ja der Ball gar nicht kommen sollen. Oh, Vorteil, brutales Zweikampfverhalten von FC Basel. Oh, sehr gut gerettet von FC Basel, Tormann. Und Befreiungsschlag misslungen, aber schön verteidigt. Eckball Nummer 1 in diesem Spiel. Und es gibt eine gelbe Karte. Nein? Oder doch? Ich sehe es nicht. Doch. Gab gelbe Karte für. Für wen gab es die gelbe Karte? Ja, wird mal nicht eingezeigt. Ja, Mann. Eckball Nummer 1. Oh, Tormann kommt raus. Heiße, nein, heiße Zähnen hier. Tormann raus. Und jetzt. Was machen sie daraus? Schussversuch, Tormann hält wunderprächtig. Ball ist noch drin, aber wird Eckball geben. Unglaublich. Ich glaube, bei diesem Spiel muss ich das Mikro wirklich weiter wegnehmen, weil sonst bin ich einfach zu laut.
Ach, Leute, 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 Leute. Einfach unglaublich, das Spiel. Also man merkt richtig den Druck, was auf den Spielern hier liegt. Eckball Nummer 1 für Basel. Handspiel. Handspiel. Elfmeter. Elfmeter. Handspiel von der italienischen Mannschaft. Elfmeter. Erster Elfmeter in dieser ganzen Partie von FIFA. Basel kann nun entscheiden. Ich habe noch nie hier bei FIFA 16 in Elfmeter geschossen, Leute. Und trifft! Er trifft. Unglaublich. Er trifft. Was für ein Elfmeter. War mehr Glück als Verstand. Delgado schafft es. 1:0 in diesem Halbfinale für FC Basel. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, war es ein Foul oder war es ein Handspiel? Ich würde gern die Wiederholung des Fouls bzw. des Elfmeters sehen. Arschcool gemacht, gerade ausgeschossen. Jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Aber ich würde gerne mal die Vorgeschichte von dem Elfmeter sehen, ehrlich gesagt. War es ein Hand, war es ein Foul? Was war es denn? Ich habe es nicht gesehen. Es war so ein Rummel, das Ganze, dass ich das Ganze nicht gesehen habe. Also, falls ihr es gesehen habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich weiß es absolut nicht. Oh, das war eine gemeine Aktion. Oh, da läuft er doch wirklich in die... Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Der Linienrichter hält die Fahne abseits. Wieso wartet denn da abseits? Willst du mich jetzt verarschen? Ach nee, komm jetzt. Der Ball war ja hinter den Linien am Ende. Von dem her hättest du das Abseits absolut nicht pfeifen müssen. War ja in den Rücken rein. Also da... Nee. Gut. Wie sieht das Wetter aus? Ja, im Bolo stehen bleiben bringt es nicht. Ah, Daniel macht Druck. Befreiungsschlag, wunderbar vom Verteidiger gemacht. Zu viel, sehr gut. Ne, jetzt haben wir zu viel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Und jetzt Basel macht Druck, aber. Und da schon wieder Lang dazwischen. Sehr gute Verteidigung von Michael Lang. Reinsch. Varela. Super Timing, den Ball runter. Und schon wieder Lang. Unglaublich. Chaka! Chaka! Immer noch Chaka. Ja, miserabel. So, Pedro. Da in den freien Raum. Er zeigt es an, Embolo. Ja. Da war der Pass gedacht. Aber misslungen. Ah, come on. Basel, Basel, Basel. Ja. Und schön dazwischen. Oh ne. Da verlieren sie den Ball. Und fast ein Eigentor. Abpraller von FC Basel Verteidiger. Das wäre fast ein Eigentor gewesen. Aber kein absichtliches. Oh, faul! Nee. Oh, wow, wow, wow. Und Embolo jetzt hier, freie Bahn, ein Gegenspieler. Ah, der Tormann gut pariert. Und Ball noch heiß, nein. Halbzeit. War eine gute Tormannparade.
1:0, dank einem Elfmeter, aber ich würde echt gern mal wissen, wie der Elfmeter zustande gekommen ist. Erste Torversuch, Möglichkeit. Wir schauen jetzt echt alle Highlights nochmal an. Ich will wissen, wie das Handspiel oder der Elfmeter gekommen ist. Basel ziemlich viel Glück mit den Latten und so weiter, aber auch viel Pech mit den Schüssen. So, jetzt. Gute Parade von dem Tormann, genau. Der war todsicher drin. Doch, der Tormann war dazwischen. Very good. Nee, man sieht einfach nicht die Ursache, warum das Elfmeter gab. Man sieht nur den Elfmeter, aber warum, was die Situation war, warum das Elfmeter gab. Das wird nicht gezeigt. War das wohl ein Fehlentscheid? Eieiei. Hohe Bälle ist Basel ziemlich stark. Und ja, Basel einiges besser. Oh. Er steht gut und ich wollte schon sagen, einiges besser als ja, Basel hier wieder schlechter, aber Tormann geht raus. Tormann spielt mit von FC Basel, gut aufgepasst. Ja, gut sicher gehalten. Halbzeit. Und damit hat der neue Mann jetzt die ersten 45 Minuten bei. War das schon wieder Offside oder was? Also er kann sicher mehr. Bisher. Oh nee, komm jetzt. Embolo, Embolo, du solltest nicht so weit vorrücken. Es gibt jedes Mal einen Abseits. Ja. Lassen wir rollen, gibt Abstoß. Nix, jetzt gibt's Abstoß. Genau. Zwei Kämpfe, zwei Fouls, null. Ne, so sieht man das. Ja. Sehr gut gemacht da. Sehr gut verteidigt. So. Ja komm, spiel ihn doch noch dem Spieler in die Ecke. Unglaublich! Nein! 1:1 und was für ein Tor! Was für ein herrliches Tor von der italienischen Mannschaft. 1:1, weil Basel eindeutig ein totaler Fehler gemacht hat hinten. Totaler Fehler. Da schenkten sie quasi Italien das Tor. Nein, nein, nein. Da hat Basel hinten absoluter Bullshit gebaut. Und ist wieder alles offen. 1:1. Jetzt Basel muss. Kommt zum Wechsel. Bei der nächsten Unterbrechung wird der neue Mann kommen. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Frei, Flankenball oder? Flanke. Aber Tormann passt auf, Embolo kam nicht dran. Basel muss jetzt wirklich konzentriert arbeiten. Kopfballtechnisch absolute Katastrophe zurzeit bei Basel. Und Basel in Bedrängnis, extrem in Bedrängnis. Muru. Ja, nochmal ein Kopfball. Aber diesmal. Jetzt haben sie den Ball verloren. Eieiei. Basel findet keine Anspielmöglichkeiten und macht dementsprechend diese schönen Geschicke. Nee, schön sind sie eben nicht. So, come on! Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Jetzt vielleicht! Und der Kopfball! Das ist das Tor! Mit dem Kopfball ist gemacht! Nee! 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 Was passiert hier? Den Kopfball nochmal. Klasse Tor! Nee!
Nee! 2:1. Basel muss sein Tor schießen jetzt. Jetzt müssen sie Tore schießen. Aber sie verlieren mehr den Ball, als sie wirklich vor das Tor kommen. Unglaublich. Basel ist im Rückstand. Basel muss jetzt reagieren. Sehr gut reingespielt. Gut aufgepasst, der hat die Flanke. Basel muss jetzt reagieren. Aber, na, wo sollen sie hinspielen? Zum Beispiel so. Da ist der Ball weg. So geht's. Sie kommen nicht vor zum Abschluss und dementsprechend ist die italienische Mannschaft wieder im Angriff. Da kann er sich den Ball holen. So, Basel muss jetzt einfach wirklich vorpreschen. Nein! Unglaublich! Basel vermasselt das Spiel, oder wie? Da ist er aufmerksam. Nee, was denn? Flankenball. Aber das funktioniert nicht. Könnte sein, dass der Spieler, der da am Boden liegt, sich eine Muskelverletzung zugezogen hat. Basel muss jetzt in den nächsten Minuten unbedingt ein Tor schießen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Und damit ist der Ball weg. Ei. Basel kommt nicht vors gefährliche Tor. Aber... Ah, die Flanken kommen nicht an. Ich verzweifle hier ab Basel. Und jetzt ist der Ball geklärt. Und Einwurf für FC Basel. 2:1 für Galgiari. Unglaublich hier. Ei. Das sah so gut aus für FC Basel und jetzt sind sie 2:1 im Rückstand, nur wegen doofen Fehlern. Flanke! Volleyversuch, das funktioniert nicht. Diese Flankenbälle können Basel jetzt vergessen, es funktioniert nicht. Balzano. Basel muss jetzt wirklich Gas geben. Letzte Minute hat angefangen. Nein! Einwurf. Nein, pfeif nicht ab, lass den Angriff noch. Nein, Basel schaltet Hilfe. Köpffinale, Halbfinale aus, ich glaub's nicht. Nein. Nein, was für einen Scheiß haben sie zusammengespielt? Warum nur diese fuckverdammten Fehler? Nein, Basel fliegt raus im Halbfinale. Oh! Basel fällt weg. Im Halbfinale 2:1 verloren durch eine extrem schlechte Partie. Nein.
Leute, ich glaub's nicht. Nee. Ausgeschieden im Halbfinale. Ausgeschieden im Halbfinale. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich kann's nicht glauben. Aufgrund ihrer Leistung wird zusätzliche Finanzmittel, zusätzliches Transfergeld. Ja, schön. Nein. Sehr geehrter Herr D. Let's Play, schade, dass wir es nicht ins Europa International Cup Finale geschafft haben. Aber wirklich wichtig ist, dass das Team zu Saisonbeginn fit und gut vorbereitet ist. Wir vertrauen weiterhin auf ihre Fähigkeiten und darauf, dass die Saisonerwartungen erfüllt werden. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison mit Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Basel Vorstand. Nein, Leute, nein. Nee. Nee, was ist da geschehen? Was hat da Basel nur zusammengespielt? Wieso diese verflixten Fehler hinten? Nee, da war so gut. Und dann fallen sie wirklich. Ja, ich glaub's nicht. Ich kann's nicht glauben. Ich will's nicht glauben. Nein. Nee. Ah. Naja, nach vorne schauen heißt es nun. Und schauen, dass wir in der Liga besser spielen. Für euch heißt es beim nächsten Mal wieder einschalten. Für mich heißt es tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wir hoffen auf ein gutes Saisonstart. Ich glaub's nicht. 2-2-1 verloren. Oh mein Gott. Also, bis dann. Tschüss.